Heute möchte ich über die Atheisten und den Urknall reden. Prima! Da ich schon ahne, dass du das eine vom anderen nicht unterscheiden kannst, kann es ja lustig werden. Ich hatte schon länger keinen Kreationisten mehr, seit 3 Monaten nicht mehr. Also leg los. Ich hole schon mal das Popcorn. Die Atheisten verleugnen ja, dass es einen allmächtigen Gott gibt. Einen Schöpfer gibt. Könntet ihr mal aufhören, ständig die Formulierung Gottesleugner zu verwenden? Könntet ihr mal aufhören, ständig alle Leute, die eine andere Meinung vertreten als ihr, nämlich die, dass Gott nicht existiert, als Leugner zu titulieren? Das impliziert die Unterstellung, dass jeder, der eine andere Meinung vertritt als ihr, nicht einfach bloß aus eurer Sicht ahnungslos ist, sondern dass eigentlich ja jeder weiß, dass ihr diejenigen seid, die Recht haben, und jeder, der was anderes denkt als ihr, ist ein Lügner und nicht einfach bloß jemand, der es halt nicht besser weiß. Das ist eine sehr, sehr bigotte und arrogante Einstellung. Aber sie wissen auch, wenn sie sich die Welt angucken, dass es so etwas wie Geschöpfe gibt. Also Menschen, Tiere und auch Himmel und Erde und ein Universum und Raum und Zeit. Na und? Natürlich wissen wir, dass es diese Sachen gibt. Wir interpretieren sie bloß anders als du. Und da sie ja nicht akzeptieren, dass der allmächtige Gott all das erschaffen hat, so brauchen sie ja für ihr Weltbild auch eine Antwort auf die Frage, wie all das ins Dasein gekommen ist. Ich ahne, was jetzt kommt. Und da haben sie 2 Theorien, mit denen sie glauben, dass ihr Problem gelöst ist. Das eine ist der Darwinismus. Erst mit dieser Ursuppe, und aus der Ursuppe ist dann eine Zelle entstanden. Die Zelle hat sich dann im Laufe der Zeit immer verwandelt und Nachkommen gekriegt, bis die komplette Tierwelt da war und der Mensch, so behaupten sie zumindest ganz vereinfacht ausgedrückt. Bullshit. Evolutionstheorie ist keine atheistische Theorie, es ist einfach Biologie. Und dieser Teil der Biologie kann genetisch belegt werden, ob es dir gefällt oder nicht. Du kannst durch Gentest ja herausfinden, wer mit wem am nächsten verwandt ist. Und, oh Wunder, unser nächster Verwandter ist der Schimpanse, gefolgt vom Gorilla und vom Orang-Utan. Und in deinem Fall bräuchte ich noch nicht mal Gentest, um festzustellen, dass dein nächster Verwandter ein Affe ist. Aber selbst mit dieser Theorie haben sie immer noch nicht alle ihre Fragen beantwortet. Nämlich, die Ursuppe muss ja auch irgendwo hergekommen sein. Und die Erde, auf der sich die Ursuppe befand. Und das Universum, das heißt, sie brauchen noch eine 2. Theorie, um ihr Weltbild aufrecht zu erhalten. Und da haben sie auch eine gefunden, nämlich die sogenannte Urknalltheorie. Die Urknalltheorie ist auch keine atheistische Theorie. Abgesehen davon, dass der katholische Priester Georges Lemaître sie in den 20er Jahren aufgestellt hat, aufgrund der Erkenntnis, dass das Universum sich ausdehnt, woraus er geschlussfolgert hat, dass es früher mal als ganz kleines Ding angefangen haben müsste. Abgesehen davon ist es einfach eine kosmologische, astrophysikalische Theorie, die sich in den vergangenen 90 Jahren immer weiter erhärtet hat. Aber dazu kommen wir noch. Also auch hier wieder von wegen atheistische Theorie. Du musst kein Atheist sein. Georges Lemaître war schließlich auch keiner. Georges Lemaître war der erste Meister, der vom Himmel gefallen ist. Mit diesen 2 Theorien lehnen sie sich zufrieden zurück und denken, ihr Weltbild wurde wissenschaftlich bestätigt. Nein. Die Atheisten sind sich sehr wohl darüber bewusst, dass ihre Position auch nicht hundertprozentig belegbar ist. Sie halten die Nichtexistenz Gottes einfach für um ein Vielfaches wahrscheinlicher als seine Existenz. So einfach ist das. Und das Einzige, was belegbar ist, das sind nun mal so Sachen wie Genetik oder im Falle der Astrophysik, die Urknalltheorie untermauert haben. Solche Sachen wie die kosmische Hintergrundstrahlung oder die Beobachtung des Himmels. Du kannst ja in die Vergangenheit sehen, wenn du ins Universum rausschaust, weil das Licht so lange braucht, um zur Erde zu kommen, dass du nichts Aktuelles da draußen siehst. Auf diese Weise kann man sehr schön sehen, dass sich das Universum genauso entwickelt hat, wie es gemäß dem Urknallmodell es getan haben müsste. Mal davon abgesehen, dass der Darwinismus überhaupt nicht empirisch belegbar ist. Zum schnackselnden Axolotl von wegen. Ich habe gerade von Genetik gesprochen. Sind dir genetische Beweise nicht genug?
Die Fossilien. Und ich weiß, du hast ein anderes Video gemacht, in dem du aus Darwins Buch gelesen hast, wo er sagt, ja, es gibt zu wenig Fossilien, um die Evolutionstheorie zu belegen. Alter, glaubst du ernsthaft, in den 150 Jahren hat sich da nicht mittlerweile ein bisschen was geändert? Inzwischen kann man anhand des Fossilfundes ganz genau rekonstruieren, was passiert ist. Und die Gene sind der letzte Beweis dafür. Also in diesem Sinne, fick dich. Aber das ist eine extra Diskussion. Gucken wir uns heute mal an, ob die Urknalltheorie oder das mit dem Urknall, wovon Sie immer reden, wirklich Ihr Problem löst oder Ihr Problem nur verschoben hat und immer noch keine Antwort auf Ihre offenen Fragen darstellt und in keinster Weise Ihr Weltbild beweist. Das Ziel des Urknallmodells ist es, weder den Atheismus zu belegen, noch letzte Antworten zu finden. In der Wissenschaft ist es so, dass jede gefundene Antwort neue Fragen aufwirft. Es wird nie letzte Fragen geben, die beantwortet werden durch Untersuchungen, durch Prüfungen, durch Experimente und Berechnungen. Aber man kann immer mehr Fragen beantworten. Das ist einfach der Fortschritt unserer Zeit. Aber was verstehen wir überhaupt einen Urknall? Erstmal, in der heutigen Physik gibt es keine allgemein akzeptierte Theorie für das frühe Universum und den Urknall selbst. Also, es wird immer so getan von Ihnen, als wäre das wissenschaftlich alles anerkannt, aber es gibt in der Wissenschaft selbst keine allgemeingültige Theorie für den Urknall und für das frühe Universum. Es gibt verschiedene Theorien und Aussagen und keine ist allgemein anerkannt. Bullshit. Das Urknallmodell ist anerkannt, allgemein, weil es eben durch sehr vieles untermauert wurde, was man in den letzten 90 Jahren so gefunden hat. Man hat die kosmische Hintergrundstrahlung gefunden, genau so, wie man sie errechnet hat. Für alle, die es nicht wissen, die kosmische Hintergrundstrahlung ist eine Mikrowellenhintergrundstrahlung in einer bestimmten Frequenz. Und die hat man in den 40er Jahren berechnet, wie es sie geben müsste, falls man sie fände. In den 60er Jahren hat man sie dann gefunden. Und das waren sogar zwei Laien, die es gefunden hat. Das waren noch nicht einmal Wissenschaftler. Und diese Strahlung, die vom Urknall übrig geblieben ist, hatte genau die Frequenz, wie man es anhand des Urknallmodells vorhergesagt hat. Weitere Begründungen für das Urknallmodell wären dann die Metallizität in den Sternen, sprich junge Sterne haben einen höheren Anteil an schweren Elementen als ältere Sterne, die es vor Jahrmilliarden mal gegeben hat, was eindeutig auf eine Entwicklung der Elemente hinweist, was auch wieder für den Urknall spricht. Und dann, wie ich schon gesagt habe, du kannst Fotos machen von unserem Universum, wie es vor Jahrmilliarden mal ausgesehen hat. Jeder Historiker, der irgendwie in der Menschheitsgeschichte rumforscht, würde doch davon träumen, von historischen Ereignissen, die vor Jahrtausenden stattfanden, Beweisbilder und Kameraaufnahmen zu haben. Die Astrophysiker haben diese Möglichkeit. Sie können Fotos machen, wie unser Universum kurz nach dem Urknall aussah. Und siehe da, es sieht genauso aus, wie es Georges Lemaître geahnt hat. Als Urknall wird in der Kosmologie der Beginn des Universums, also der Anfangspunkt der Entstehung von Materie, Raum und Zeit bezeichnet. Nach dem kosmologischen Standardmodell ereignet sich der Urknall vor etwa 13,8 Milliarden Jahren. Ja, das weiß ich noch. Ich meine, wir erinnern uns doch noch alle dran, oder Leute? War das nicht auch noch der Tag, als dir der Rasierer ins Klo gefallen ist? Also, aber die Urknalltheorien selbst beschreiben nicht den Urknall selbst, sondern das frühe Universum in seiner Zeit der Entwicklung nach dem Urknall. Also in Urknalltheorien geht es eigentlich um das, was nach dem Urknall passiert ist und nicht um den Urknall selbst. Jep, und das, was nach dem Urknall passiert ist, das kann man beobachten. Und man kann es in Teilchen beschleunigern, zum Beispiel im CERN in der Schweiz sogar im Experiment nachstellen. Also in diesem Sinne falsch. Es gibt empirische Belege dafür. Beobachtung, Experimente, Berechnung. Was will man mehr? Alles stimmt hier überein. Und nö, es gibt nie all auf jede Frage eine Antwort. Das ist aber auch gar nicht der Sinn der Sache. Und was du vorhin meintest mit von wegen, es gibt mehrere Theorien.
Nein, es gibt nur ein Urknallmodell, aber es gibt natürlich innerhalb des Urknallmodells verschiedene physikalische Theorien, die hier verwendet werden, die teilweise gegensätzliche Positionen vertreten. Aber das ist ganz normal. Zum Beispiel sucht man schon lange nach der Weltformel, also einer Vereinheitlichung der Relativitätstheorie und der Quantenmechanik. Aber das hat nichts damit zu tun, dass es nicht ein einheitliches Erklärungsmodell für die Entstehung des Universums gibt. Und der Urknall bezeichnet keine Explosion in einem bestehenden Raum, sondern die gemeinsame Entstehung von Materie, Raum und Zeit aus einer ursprünglichen Singularität. Also, es heißt zwar Urknall, aber es ist nicht wirklich das, was man sich darunter vorstellt. Also kein Knall in schon einem bestehenden Raum. Ja, die Bezeichnung Urknall im Englischen Big Bang hat einfach damit zu tun, dass die ein Kritiker entworfen hat. Deswegen klingt Big Bang so albern. Ironischerweise hat sich dann ausgerechnet diese spöttische Bezeichnung Big Bang durchgesetzt. Tja, das war die Rache der Urknallkritiker, die gegen die Idee von Meister Schorsch waren. Sondern damit ist gemeint die Entstehung von Materie, Raum und Zeit aus einer Singularität heraus. Und dieses Wort Singularität schauen wir uns jetzt näher an. Also, ich gehe stark davon aus, dass 99,9% aller Deutschen nichts mit dem Wort Singularität anfangen können. Müssen sie auch nicht. Es muss ja nicht jeder sich für Astrophysik interessieren. Um das Wort mal ganz kurz und knapp zu erklären, eine Singularität ist ein Punkt, auf dem alle Materie und Energie, Raum und Zeit auf einem kleinstmöglichen Punkt komprimiert sind. Sowas haben wir heute auch noch in schwarzen Löchern. Die Singularitäten sind die Ursache für die schwarzen Löcher, weil diese unheimlich komprimierte Masse die Raumzeit um sich herum so verkrümmt, so verformt, dass sogar Licht festgehalten wird von der Schwerkraft, die darin herrscht. Und unser Universum hat auch mal als ein solches Objekt angefangen. Wir kennen das Wort Singular Einzahl, aber das ist jetzt nicht wirklich damit gemeint. Apropos Singular, bist du eigentlich Single? Ich hoffe es sehr. Ich könnte den Gedanken nicht ertragen, dass du Nachkommen zeugst. Als Singularität bezeichnet man in Physik und Astronomie Orte, an denen die Gravitation so stark ist, dass die Krümmung der Raumzeit divergiert. Und divergiert heißt, keinen Grenzwert besitzt. Umgangssprachlich also, um das in einfachen Worten auszudrücken, bedeutet das, dass die Gravitation, Anführungsstrichen, unendlich ist. Das bedeutet also, dass in diesen Orten die Metrik der Raumzeit ebenfalls divergiert, also keinen Grenzwert besitzt und die Singularität nicht Bestandteil der Raumzeit ist. Also ein Ort außerhalb der Raumzeit. Jo, und damit sind wir bei dem Punkt, dass es nicht mal zwangsläufig eine Ursache für das Universum geben muss. Denn dadurch, dass sich auf diesem minimalen Raum, Raum und Zeit auflösen, es gibt halt ab einer bestimmten quantenphysikalischen Größe keine Kausalität, keinen Raum und keine Zeit mehr. Kann sich unser Verstand nicht vorstellen, weil unser Verstand nun mal daran gewöhnt ist, in den Kategorien zu denken, die er kennt. Und diese Quantenmechanik gehört nun mal nicht dazu. Dass die Quantenmechanik allerdings funktioniert, obwohl wir sie nicht ganz verstehen können mit unserem Verstand, das beweist dieses Video hier. Ich meine, Computer sind quantenmechanische Geräte. Es funktioniert also, obwohl wir nicht so ganz verstehen, worum es hier geht. Obwohl wir die physikalischen Prinzipien dahinter nicht so ganz verstanden haben. Und worüber regst du dich so auf? Du machst hier ein YouTube-Video. Also was regst du dich hier so über Quantenmechanik auf? Du nutzt sie gerade selber. Also zusammengefasst, versteht man unter Singularität, das sind einfache Worte, einen Ort außerhalb der Raumzeit, an dem die Gravitation so stark ist, dass man sie umgangssprachlich als unendlich bezeichnet. Und unter den Atheisten gibt es ja das Sprichwort, von nichts kommt nichts. Was? Atheistisches Sprichwort? Dein Ernst? Ich war immer der Meinung, diesen Spruch verwendet jeder. Aber gut, du hältst ja auch die Evolutionstheorie und das Urknallmodell für atheistische Ideen. Du hältst wahrscheinlich alles für atheistische Ideen, was dir nicht in den Kram passt, oder? Also fragen wir die Atheisten jetzt, ist die Singularität etwa aus sich selbst seiend
Oder wer hat die Singularität ins Dasein gebracht, wenn es nicht Gott war? Komm da einfach mal von dieser Logik weg, dass es für alle offene Fragen eine Standardantwort, eine Standarderklärung nur geben darf und das ist euer Gott. Meine Güte, es könnte viele Erklärungen geben, warum das Universum sich mit dem Urknall plötzlich begonnen hat auszudehnen. Und es kann mehr als bloß einen Grund geben. Aber in eurem kleinen Weltbild darf es nur eine Antwort geben, nämlich die, die euch am besten gefällt, Gott und nichts anderes. Alter, wenn wir schon immer so gedacht hätten, wären wir nie aus dem Mittelalter rausgekommen. Denn wenn ich eine Standardantwort für alles anführe, was ich mich frage, dann hindere ich mich bloß daran, der Sache auf den Grund zu gehen und trabe auf der Stelle. Somit haben die Atheisten das Problem nur verschoben und benutzen dabei so viele komplizierte Wörter, dass es kaum einer versteht. Nein, nur du hast hier was nicht verstanden, mein Freund. Wie gesagt, benutze hier keine Standardantworten, nur weil du eine offene Frage hast. Wir müssen uns daran gewöhnen, dass es immer offene Fragen geben wird. Und das wird auch die Wissenschaft nicht ändern, weil die Wissenschaft gleichzeitig neue Fragen hervorbringen wird, während sie alte beantwortet. Aber damit müssen wir leben. Man lernt nie aus und man wird nie alles wissen. Es ist ein unendlicher Regress. Da man sich ja selbst nicht gerne eingesteht, dass man zu dumm ist, etwas zu verstehen, man selbst ja auch so ein schlauer Kopf ist, der sich auf eben diese Wissenschaft stützt und so ist die Angelegenheit für einen geklärt und jeder, der doch noch offene Fragen hat, wird dann von diesen Leuten als zurückgeblieben betrachtet, nicht schlau genug, um es zu verstehen. Nein, du wirst nicht als zurückgeblieben betrachtet und nicht als schlau genug, um es zu verstehen, weil du offene Fragen hast. Du wirst als zurückgeblieben und nicht schlau genug betrachtet, weil du deinen Gott benutzt als Lückenbüßer. Du stopfst ihn in irgendwelche Wissenslücken rein und denkst, dann passt das schon. Du willst keine Antworten durch eigenes Nachschauen. Du wirst als zurückgeblieben und ewig gestrig empfunden, weil du dir zu faul bist, selber Gedanken über gewisse Sachen zu machen und dann schaust du lieber in irgendwelche mittelalterlichen Märchenbücher, weil darin bestimmt irgendwelche Antworten auf wissenschaftliche Probleme unserer Zeit drinstehen. Fuck, Mann. Wenn jedoch die Atheisten den Schöpfer leugnen, können sie nur zu dem Ergebnis kommen, dass die Singularität, also der Ort außerhalb der Raumzeit, aus sich selbst seiend sein muss und ohne Anfang ist. Das ist durchaus möglich. Es ist nicht die einzige Antwortmöglichkeit, aber es ist möglich, weil, wie schon gesagt, wenn sich das Prinzip der Kausalität aufgrund dieser geringen, auf dieser subatomaren Raumebene auflösen, dann ist es durchaus möglich, gerade weil das Kausalitätsprinzip nicht mehr gilt, dass es keine Ursache mehr geben muss für den Urknall. Aber ich schließe es nicht aus, dass es dort noch irgendwas gibt, was hinter dem Urknall steckt. Also an der Stelle bin ich ganz offen für neue Ideen. Im Gegensatz zu dir, für dich darf es nur eine Antwort geben. Das einzig wahre der einzig wahre Glaube, Entschuldigung. Wie erklären Sie sich das jedoch, da die Singularität doch bloß ein Ort beschreibt, mit in Anführungsstrichen unendlicher Gravitation und somit per Definition nichts ist, was Intelligenz, Verstand besitzt, mal davon abgesehen, wie diese Singularität jetzt ins Dasein gekommen ist. Was hat sie nun dazu bewegt, also den Ort außerhalb der Raumzeit, was hat den Ort außerhalb der Raumzeit jetzt dazu bewegt, sich in Raum und Zeit und Materie zu verwandeln? Ganz einfach, die Singularität hat begonnen sich auszudehnen und diesen Punkt nennt man den Urknall. Und dadurch, dass die Dichte abgenommen hat, hat auch die Temperatur abgenommen und ein Teil der Energie, die freigesetzt wurde, ist sozusagen gefroren zu Elementarteilchen. Diese Elementarteilchen haben sich dann aufgrund ihrer Schwerkraft zu Klumpen geformt und sind dann so zu bestimmten Himmelskörpern geworden, die Galaxien bilden. Und so nahm halt alles seinen Anfang. Was allerdings jetzt dafür verantwortlich war, dass das Universum sich ausdehnt und ob es dafür überhaupt eine Ursache geben muss, das steht buchstäblich noch nicht einmal in den Sternen. Aber hier muss man einfach den Mut zur Lücke haben und sagen, keine Ahnung. Und es dabei entweder auf sich beruhen lassen oder Nachforschungen anstellen.
Ich empfehle letztere Möglichkeit, das ist deutlich besser, als Gott als Standardantwort in alle Wissenslücken reinzustopfen, so wie du es machst. Das heißt, am Ende haben die Atheisten ihr Problem kein Stück gelöst. Sie haben es nur verschoben, aber sie lehnen sich zufrieden zurück, da so viele Fremdwörter gefallen sind, dass es sowieso keiner mehr von ihnen richtig versteht. Übersetzung. Die Atheisten verwenden lauter Begriffe, die ich nicht verstehe. Oh Mann, nein, es lehnt sich hier keiner zufrieden zurück. Es wird nur empfohlen, einfach weiter den Fragen nachzugehen, die noch offen sind. Und den Mut dazu zu haben, zuzugeben, dass man keine Antwort darauf hat im Moment. Diesen Mut hast du nicht. Du bist hier derjenige, der hier alles besser wissen will. Weil du einfach bei allem, was du nicht weißt, sagst, ja, das war Allah. Das ist dein Problem. Du bist hier derjenige, der sich zufrieden zurücklehnt und sich im Besitz der absoluten Wahrheit wähnt, was du schon in einem anderen Video, das du hier hochgeladen hast, allen Ernstes gesagt hast. Also in diesem Sinne, fick dich. So, das war's dann jetzt auch schon wieder. Ich sage tschö mit Ö, ciao mit Au. Und wenn alle Stricke reißen, kann man sich immer noch aufhängen. Oder dem Typen helfen, seinen Rasierer wiederzufinden. Es kann dauern, das hat er in 13,8 Milliarden Jahren nicht geschafft. Also dann, bis dann.